Hallo und willkommen zu meinem Runenguide. Ich stelle euch alle Runen vor, Vor- und Nachteile, vielleicht auch ein paar versteckte Dinge, die ihr eventuell noch nicht wusstet. Und Ziel dieses Videos ist es, dass ihr nach diesem Video eure Runen auf das Game anpasst und nicht noch einfach irgendwelche Standard-Runen-Pages nachguckt, sondern eben die optimalste für das Game aussuchen könnt. Dann fangen wir auch direkt an. Und zwar wäre die erste Rune PTA, Press the Attack. Und diese Rune macht, dass falls ihr 3 Auto-Attacks auf einen Gegner macht, also auf denselben Gegner, dann prockt so ein Debuff. Also auf dem 3. Auto-Attack macht ihr mehr Schaden, also ein kleiner Burst-Damage. Und zusätzlich macht ihr und eure Verbündeten mehr Schaden an dem Gegner. Beziehungsweise nicht nur ihr und eure Verbündeten, sondern von überall. Bedeutet von Minions, von Turrets, von Monstern. Wirklich von allem. Und das ist eben sehr effektiv. Zum Teil auf ADCs, die eben das procken können, weil sie viel Range haben und aus der Ferne angreifen können. Und danach ziemlich viel Schaden machen. Zum anderen wird es aber auch oft auf Junglern verwendet, die eben viele Auto-Attacks machen können, also auch ein Auto-Attack-Reset haben, so dass sie bei einem Gank alle 3 Auto-Attacks procken können, also insgesamt PTA procken können und so, dass der Laner eben auch mehr Schaden macht. Dann kommen wir zu Fleet Footwork. Fleet Footwork ist eine Rune, so wie auch bei Panzer des Toten Mannes oder Ludens Echo, Statics, alles mögliche, baut ihr so eine Steigerung auf. Wenn diese Steigerung 100 erreichen, ist euer nächster Auto-Attack ein Empowered Auto-Attack, könnte man sagen, beziehungsweise ein Attack mit einem Buff. Und zwar hielt er euch zum einen um einen Wert, der auf euren Level skaliert, plus ein Scaling, also 0,3 Bonus AD und 0,3 AP. Zusätzlich bekommt ihr für eine Sekunde Movement Speed. Also 20% Movement Speed. Und ein kleiner Nachteil ist für ADCs, dass sie auf Minions weniger healen. Also insgesamt 20% beziehungsweise um 80% weniger healen, falls sie einen Minion attacken statt einen Champion oder ein Monster. Diese Rune ist eben dennoch ziemlich gut. Sie gibt euch ziemlich viel Sustain. Also hauptsächlich wird sie auf ADCs gespielt, kann aber auch auf, zum Beispiel sieht man das ab und zu in der Midlane, momentan eher weniger. Allerdings gab es in der Vergangenheit schon ein paar Midlaner, die das ziemlich abused haben. So auch Viktor und Akali. Und ja, diese Rune ist halt hauptsächlich darauf ausgelegt, euch Sustain zu geben. Eben besonders gut gegen Poke-Matchups. Wenn ihr auf der Botlane zum Beispiel euch entscheiden müsst, ob ihr eben PTA nehmt oder Fleet Footwork, dann könnt ihr euch das auch so herleiten, falls der Gegner eben eine Poke-Lane ist, zum Beispiel Varus Karma, dann solltet ihr eher auf Sustain setzen, denn ansonsten könnt ihr nicht farmen. Beziehungsweise werdet die ganze Zeit low gepoked, sodass ihr schwer an eurem Farm rankommen könnt. Denn Liesel Tempo, bei Liesel Tempo ist das so, dass falls ihr einen Gegner angreift, beziehungsweise einfach Schaden verursacht, nicht durch Auto-Attacks, sondern Abilities und eben Auto-Attacks, alles Mögliche. Zum Beispiel wäre das auch von Sivas W geporkt, wenn die zwischen den einzelnen Minions hin und her springt und dann auf den Gegner. Nach 1,5 Sekunden, nachdem ihr eben den Gegner angegriffen habt, bekommt ihr einen Buff und zwar bekommt ihr für die nächsten 3 Sekunden Bonus-Attack-Speed. Falls man während dieser Dauer zusätzlich noch einen gegnerischen Champion angreift, wird dieser Buff von 3 Sekunden auf 6 Sekunden verlängert. Hat eine Abklingzeit von 6 Sekunden und
Was eben auch ziemlich gut ist, ist, dass das Attack Speed Cap überschrieben wird. Normalerweise kann man nicht mehr als 2,5 Attack Speed bekommen, also 2,5 Auto-Attacks pro Sekunde, weil da eben ein Cap drauf ist. Schneller geht's nicht. Es sei denn, ihr benutzt Lethal Tempo oder ihr seid Jinx und habt eure Passive. Das sind die einzigen beiden Ausnahmen. Und das ist eben ziemlich stark auf Champions, die sehr viele Auto-Attacks machen. Zum Beispiel könnt ihr das gut auf Ashe oder Kog'Maw spielen. Oder eben auch auf Jinx, auch wenn die ihre Passive hat. Einfach weil ihr sehr viele Auto-Attacks macht. Hauptsächlich eben natürlich auf ADCs, da ihr bei den meisten anderen Champions auch diese Rune nicht komplett abusen könnt, beziehungsweise andere Runen besser sind. Dann haben wir noch einmal Conqueror. Bei Conqueror ist das so, das wurde in der letzten Zeit ziemlich genervt, kann aber trotzdem noch auf einigen Champions abused werden. Und bei Conqueror ist das so, dass falls ihr einen Gegner angreift, also einen Champion, egal ob mit Auto-Attacks oder Abilities, bekommt ihr für Ranged Champions 2 Sekunden Bonus Adaptive Force, also AD, falls ihr AD baut, oder AP, falls ihr AP baut. Und auf Melees bekommt ihr das für 8 Sekunden, also hält 8 Sekunden an. Falls ihr nochmal angreift, wird diese Dauer resettet. Das ist bis zu 5-mal stackbar. Und nach 5 Stacks, also sobald ihr 5 Stacks habt, ist 10% eures Schadens, egal ob von Auto-Attacks oder Abilities, True Damage. Bedeutet, dass 10% komplett durch die Rüstung bzw. durch die Magieresistenz gehen, ohne dass irgendwas berechnet wird. Ist also sehr stark gegen Tanks. Falls ihr eben auf der Top-Lane gegen einen Tank spielt, dann ist der True Damage schon ziemlich stark. Und zusätzlich werdet ihr geheilt um diesen Damage, den ihr macht, also den True Damage des Conqueror-Anteils. Was eben auch sehr stark ist und besonders in Extended Trades sehr effektiv ist. Dann kommen wir zu den kleineren Runen des Precision Trees. Und da fangen wir erstmal an mit Overheal. Bei Overheal ist das so, dass ihr ein Schild bekommt, falls ihr geheilt werdet oder durch Lifesteal euer maximales Leben bereits erreicht habt, dann wird das als Bonus Schild über eure Leben drüber geschrieben. Bedeutet also, ihr könnt ein wenig Tankiness dazu bekommen. Diese Rune ist natürlich nur gut, falls ihr auch einen Heal habt, also ihr selber oder ein Verbündeter, zum Beispiel der Supporter, falls ihr ADC seid, oder ihr eben selber irgendwelche Heilattacken habt. Das wird nicht hundertprozentig umgewandelt, erst im Late Game. Im Early Game fängt das mit 20% an und hat natürlich auch einen Wert, den es nicht überschreiten kann. Und zwar liegt dieser bei 10 flat plus 10% des Maximum Lebens von euch. Genau. Also ziemlich stark, falls das gegnerische Team sehr viele Assassins beinhaltet und ihr allgemein ziemlich schnell von irgendwelchen Champions down gebürstet werden könnt, dann kann dieses Schild eben besonders in der Kombi mit Blutdürster euch ziemlich viel Tankiness verleihen. Dann kommen wir zu Triumph. Bei Triumph ist das so, falls ihr den Gegner killt oder einen Assist bekommt ihr 12% eures Missing Health zurück und 20 Gold extra. Natürlich spielt man diese Rune eher wegen dem Leben, das ihr zurückbekommt, anstatt der 20 Gold. Und diese Rune ist eben sehr stark gegen Duelists und Splitpusher allgemein. Also auf Duelists und Splitpusher. Duelists sind ja auch meistens Splitpusher. Da ist diese Rune sehr effektiv, weil ihr einfach, falls ihr 1v2 fightet,
eben, sobald ihr den ersten Gegner killt, nochmal ein bisschen Bonusleben bekommt. Und das kann ziemlich oft sehr gut für euch sein. Auch im Early Game hilft das euch ziemlich, falls ihr gegen den Gegner im 1v1 fightet und dann den Gegner bekommt. Allerdings würdet ihr durch die Minions zum Beispiel sterben und dann kommt oftmals der Triumph viel noch rechtzeitig. Außerdem gehen auch viele Tower Dives ziemlich gut damit aus. Dann kommen wir zu Geistesgegenwart. Und da ist das so, also Presence of Mind. Und ja, Kills oder Assists eben. Im Prinzip ist es so das Gegenteil von Triumph. Statt Leben, 12% Leben, bekommt ihr 20% des maximalen Manas. Also nicht Missing, sondern maximalen Manas zurück. Außerdem bekommt ihr 10% eurer Ult resettet. Zum Beispiel auf Karthus ist das sehr stark, weil Karthus sehr auf seiner Ult relied, sodass er die möglichst oft ready haben will. Und sobald ihr eben so einen Global Kill reißt oder einen Assist damit bekommt, bekommt ihr auch gleichzeitig Cooldown eurer Ult zurückerstattet. Also allgemein sehr stark auf Champions, die in den Precision Tree noch zum Beispiel Coupe de Grace, dazu kommen wir gleich, nehmen wollen. Und trotzdem kein Attack Speed oder Lifesteal oder ähnliches brauchen. Die können eben sehr gut Presence of Mind spielen. Dann kommen wir zu Alacrity. Also erstmal, diese Reihe ist die Legend-Reihe. Bei der Legend-Reihe ist das so, dass ihr Stacks bekommt, falls ihr große Monster killt, eine gewisse Anzahl an großen Monstern, epischen Monstern, Minions oder Champions. Dann bekommt ihr eben ein Stack und diese, also Alacrity und Tenacity sind 10-mal stackbar, während Bloodthirst eben 20-mal stackbar ist. Und alle drei geben euch schon von auf Level 1 bzw. ohne Stacks einen gewissen Startwert. Das ist bei Alacrity 3% und bis zu 10-mal stackbar mit 1,5%. Bedeutet also insgesamt plus 18%, was eben schon sehr stark ist und auch auf den meisten Champions gespielt wird, die eben hier reingehen. Zum Beispiel auf Jax braucht ihr Attack Speed, auf Tryndamere braucht ihr Attack Speed, auf allen ADCs braucht ihr Attack Speed. Außerdem ist diese Rune eben auch sehr gut im Jungle, da ihr einfach mit mehr Attack Speed schneller durch den Jungle kommt. Denn zu Tenacity, bei Tenacity, also ihr bekommt erstmal 5% Tenacity von Level 1 auf an, bedeutet ihr werdet kürzer, geslowed und gestunt und plus 2,5% pro Steigerung, 10-mal stackbar, bedeutet 30% Tenacity. Das ist eben sehr stark auf Champions, die viel rennen, wie zum Beispiel Volibear oder Uldir, sodass die eben kaum geslowed werden und leichter an den Gegner rankommen. Dann gibt es noch Legend Bloodthirst. Da ist das so, dass ihr auf Level 1 noch kein Wert erhaltet. Also auf Level 1 ohne Stacks bringt euch das wirklich gar nichts. Allerdings ist das ziemlich stark, sobald ihr eben ein paar Stacks habt. Denn es gibt euch Lifesteal, also auch wieder so eine Sustain-Sache, falls ihr gegen Poke-Matchups spielt, ist diese Rune ziemlich effektiv. Und zwar gibt sie euch 0,6% Lifesteal und das ist bis zu 20-mal stackbar, also bis zu 12%. Jo. Und dann kommen wir auch schon zu Coupe de Grace. Bei Coupe de Grace ist das so, dass ihr mehr Schaden an dem Gegner macht, falls er unter 40% Leben hat. Und zwar macht ihr 7% Bonusschaden. Und zusätzlich ist das so, falls ihr einen Gegner killt, bekommt ihr für 10 Sekunden einen gewissen Wert Bonus. Und zwar eben 9 AD oder 15 HP. Was eben auch ziemlich, ziemlich stark sein kann. Aber eben hauptsächlich durch diesen passiven Effekt. Ja, dann gibt es noch Nidamea, also Cutdown. Und da ist das so, dass ihr mehr Schaden an Champions macht, die mehr Leben an euch haben, als euch habt.
Und da ist das so, dass es eben auch wieder scaled. Falls der Gegner 10% mehr Leben hat, fängt das an mit 1%. Und bei 100%, also wenn der Gegner doppelt so viel Leben wie ihr habt, macht ihr bis zu 12% extra Damage. Das ist eben ziemlich stark, also vom Damage her. Allerdings ist das eben oft sehr uneffektiv, weil diese Rune gegen Squishy Targets, zum Beispiel gegen ADCs, falls ihr ADC seid, gegen den gegnerischen ADC schon mal gar nichts bringen kann. Und eben auch oftmals gegen den gegnerischen Midlaner nicht. Sodass diese Rune oftmals Coupe de Grâce unterliegt. Also allgemein ist sie nicht schlecht, aber Coupe de Grâce ist in fast allen Fällen einfach besser. Dann kommen wir einmal noch zu Last Stand. Und da ist das so, falls ihr eben sehr wenig Leben habt, beziehungsweise ab 60% beginnt das, macht ihr mehr Schaden. Das beginnt mit 5% und endet mit 11%. Also ab 30% Leben habt ihr 11% Bonus Damage. Und das ist sehr stark auf Champions wie zum Beispiel Tryndamere, da er eben sehr, sehr lange unter 30% sich sogar befinden kann. Also mit seiner Ulti auf seine 50 Leben da die ganze Zeit kommt, wo das eben ziemlich, ziemlich stark und effektiv ist. Dann kommen wir auch schon zum Domination Tree. Hier ist es einmal so, ihr habt Electrocute. Electrocute ist eine Rune, die euch Burst Damage gibt. Diese Rune ist einfach nur für Burst Damage da. Und zwar macht ihr Burst Damage, wenn ihr innerhalb von 3 Sekunden den Gegner mit Auto-Attacks oder Abilities trefft. Das ist eben ziemlich viel Schaden, hat auch eine Abklingzeit von 25 bis später auf Level 18 20 Sekunden Abklingzeit und ist halt eben sehr stark auf Champions, die schnell genug ihre Abilities, also hauptsächlich Abilities, auch Auto-Attacks und so, aber ja, genau, Abilities rausbekommen können. Und ja, die eben den Gegner downbursten wollen. Wie zum Beispiel Assassins in der Midlane, einige Mages oder allgemein Jungler, die eben bei einem Gank möglichst viel Damage austeilen wollen in einer geringen Zeit. Sodass sie den Gegner eben noch killen können, bevor der Gegner entkommt. Dann kommen wir zu Predator. Bei Predator ist das so, also diese beiden Runen unterscheiden sich im Damage kaum. Beziehungsweise ist das der einzige Unterschied ist der Early Game Damage. Und zwar macht Electrocute im Early Game 30, also auf Level 1 30 Schaden, während Predator 60 macht. Allerdings hat Predator eben eine sehr lange Abklingzeit und ihr braucht Boots. Sobald ihr Boots habt und Predator ausgerüstet habt als Rune, werden eure Boots zu einem Active Item. Und zwar könnt ihr die usen und falls ihr 1,5 Sekunden für 1,5 Sekunden nicht attacked wurdet oder selber attacked habt, bekommt ihr für 15 Sekunden 45% erhöhtes Movement Speed. Also seid ihr sehr schnell und könnt zum Beispiel ziemlich gut ganken. Falls ihr allerdings abgebrochen werdet, weil ihr attacked oder der Gegner attacked, dann hat diese Rune 50% Abklingzeit, also statt 150 zum Beispiel 75. Immer noch sehr viel und da müsst ihr eben aufpassen. Diese Rune ist allgemein sehr stark auf Junglern, wie bereits gesagt, da die eben so sehr schnell und effektiv auf die Lane kommen können. Dann kommen wir zu Dark Harvest. Und zwar ist das hier so, falls der Gegner unter 50% Leben fällt und ihr dann noch einen Auto-Attack macht, bekommt er Bonusschaden und ihr eine Seele. Hat eine Abklingzeit von 45 Sekunden, es sei denn, ihr killt den Gegner, dann hat das nur eine Abklingzeit von 1,5 Sekunden. Und ja, macht eben Bonus-Damage und pro Seele ebenfalls nochmal Bonus-Damage. Also diese Rune skaliert eher ins Late, falls ihr viele Seelen sammelt. Diese Rune kann eigentlich ausschließlich auf Lanern gespielt werden, da Jungler nicht so oft zur Gelegenheit kommen, die zu procken und somit diese Seelen nicht stacken können, wodurch Electrocute aufgrund des
geringeren Cooldowns und des höheren Damage deutlich effektiver ist. Dann gibt es Hail of Blades. Bei Hail of Blades, das ist sozusagen das Gegenstück von Lethal Tempo. Und zwar gibt das euch Bonus Attack Speed für die nächsten 3 Angriffe, falls ihr für 4 Sekunden nicht im Kampf wart. Und da ist das so, falls ihr einen Auto-Attack Reset habt, zum Beispiel Rengar Q, Jax W, Darius W, alles mögliche, wird das nicht mitgezählt zu diesen 3 Attacks, sondern einfach, ja, excluded. Und so ist es eben ziemlich stark auf Champions, wie zum Beispiel Rengar momentan, da er sehr schnell sehr viele Auto-Attacks, besonders im Early Game, rausbekommt und somit sehr viel Schaden machen kann. Denn, dann kommen wir einmal hierzu, also Cheap Shot. Und bei Cheap Shot ist das so, falls der Gegner CC'd wird, macht ihr True Damage das nächste Mal, wenn ihr ihn angreift. Hat eine Abklingzeit von 4 Sekunden, ist also sehr kurz und ja, eben stark, falls ihr CC habt und den möglichst oft durchbekommen könnt. Dann gibt es noch Taste of Blood. Bei Taste of Blood gibt euch wieder Sustain. Falls ihr den Gegner angreift, bekommt ihr einen Heal zurück. Scaled auf dem Level und auf euer Bonus-AD sowie auf eure AP. Und hat eine Abklingzeit von 20 Sekunden. Ja, ist eben wieder hauptsächlich für den Sustain. Und dafür auch ziemlich stark. Also gibt ziemlich viele Leben wieder. Dann zu Sudden Impact. Falls ihr jumpt, falls ihr ja, liebt, falls ihr flasht, dasht, TP't oder eure Stealth verlässt, also eure Tarnung verlasst, dann bekommt ihr für 5 Sekunden Lethality, 7 Lethality oder 6 Magic Penetration. Hat eine Abklingzeit von 4 Sekunden und könnt ihr eben auch gut auf Champions spielen, die eben jumpen können oder irgendwelche Dashes machen und hauptsächlich auf Damage gebaut werden. Wie zum Beispiel auf Junglern, die eben die Lane ganken und dadurch nochmal ein wenig extra Damage erhalten. Dann kommen wir zu der Ward-Reihe. Und zwar sind hier alle Runen Wards sozusagen. Und zwar habt ihr einmal ein Zombie-Auge. Falls ihr an der Zerstörung eines Wards beteiligt seid, also falls ihr ein gegnerisches Ward killt, beziehungsweise euer Teammate das killt und ihr das vorher angegriffen habt, dann kommt ein Zombie-Auge. Zusätzlich bekommt ihr Bonus Magical Damage für die nächsten 60 Sekunden, bin ich der Meinung, ist das, falls ihr danach einen Gegner angreift, nachdem ihr eben ein Ward zerstört habt. Diese Zombie-Augen an sich sind sichtbar, also werden nicht verdeckt und haben eine Zeit von 120 Sekunden, also stehen da für 120 Sekunden. Und ja, genau, das war es erstmal dazu. Dann kommen wir zu Ghost Power. Da ist das so, falls ihr in ein, falls ihr in Gras tretet, also in die Büsche geht, lädt sich sozusagen euer Ward auf. Und wenn das voll aufgeladen ist, könnt ihr einen Ghost Power setzen. Der Ghost Power allein gibt nicht ganz so viel Vision, also nicht mal ansatzweise so viel Vision wie ein Ward, aber gibt dennoch ein wenig Vision. Kann nur in Büschen gesettet werden und falls ein Gegner in den Busch tritt, wo der Ghost Pole sich drinnen befindet, dann wird er verscheucht. Hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden, aber löst gleichzeitig ein Ping-Signal aus. Also er warnt euch. Zusätzlich, falls ihr den eben in einem gegnerischen Territorium spawnt, bekommt ihr zwischen 5 und 20 Adaptive Force Plus. Also immer am besten in gegnerische Gebiete packen, damit ihr eben seht, wo der Gegner ist und ihr gewarnt werdet, zum Beispiel beim Twybush oder allgemein beim River, diese Gebüsche wardet, damit ihr einfach ein bisschen Bonus Vision bekommt und eben auch diese Bonus Adaptive Force ausnutzen könnt.
Dann gibt es noch, ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Englisch heißt. Argus Vermächtnis, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar ist das hier so, dass falls ihr eben Wards killt oder Champions, bekommt ihr Stacks. Bis zu 20 Stacks sind, könnt ihr sammeln. Ihr bekommt 1 pro Assist, 1 pro Ward, das ihr zerstört, und 2 pro Champion. Falls ihr 20 bekommt, also ja, pro Stack bekommt ihr eben 0,6 AD oder ein AP. Und bis zu 20 Mal stackbar. Und ab diesen 20 Mal bekommt ihr 6 AD nochmal zusätzlich oder eben 10 AP. Mit anderen Worten, also 30 AP beziehungsweise 18 AD. Was eben schon ein ziemlich hoher Wert ist und allgemein auch sehr stark sein kann. Dann kommen wir zu der letzten Reihe. Das ist so die Bounty Hunter Reihe. Und zwar ist das hier so, dass ihr zum größten Teil, ich glaube sogar hier ist das bei allen, ja genau, bei allen einen gewissen Startwert bekommt. Der, also ähnlich wie bei der Legend Reihe, bloß dass ihr einfach wieder Stacks sammelt, indem ihr Champions killt. Allerdings maximal ein Stack pro gegnerischen Champion. Ravinius Hunter ist dabei so, dass ihr dass ihr Leben zurückbekommt, falls ihr Schaden durch eure Abilities macht. Und Abilities bedeutet nicht nur QWER, sondern auch eure Runen, wie zum Beispiel Electrocute würde euch dann heilen. Aber nicht nur das, sondern auch der Damage von Items. Also auch schon ziemlich stark. Ist bis zu 5-mal stackbar also. Also pro Stack bekommt ihr 2,5% nochmal extra und landet dann bei insgesamt bis zu 14%. Falls ihr allerdings AOE-Attacken nutzt, wird das eben auf 33% reduced, also ähnlich wie bei Death Stance. Dann kommen wir zu Ingenious Hunter und da ist es so, der gibt euch Abklingzeitverringerung auf eure Items. Und das ist eben ziemlich stark auf zum Beispiel Supporter, die sehr viele Utility-Items besorgen, wie zum Beispiel eben Solaris oder Twin Shadows, sowas halt. Und zwar gibt das euch schon 15% Base plus 5% pro Kopf, also Bounty Stack. Und es verringert nicht nur eure Items, sondern auch euer Trinket, weswegen es auch oftmals auf Lee Sin gespielt wird, damit ihr öfters euren Warjump usen könnt. Dann haben wir noch Erbarmungsloser Jäger. Und zwar ist das hier so, dass ihr eben passives Movement Speed außerhalb des Kampfes bekommt. Und zwar 8 plus 8 pro Stack wieder. Sehr gut auf Junglern oder allgemein auf Midlanern auch, die sehr viel roamen, damit ihr einfach schneller von Lane zu Lane kommt. Ultimate Hunter, da ist das so, dass ihr 5% plus 2% pro Stack Abklingzeit auf eurer Ult erhaltet. Ist eben ziemlich gut wieder, zum Beispiel könnt ihr das auf Karthus abusen. Müsst ihr bloß jedoch wissen, in welchen Tree ihr allgemein angeht. Dann kommen wir zum Sorcery Tree. Hier ist das so, dass einmal habt ihr Airy. Bei Airy eure Abilities und Attacks auf den Gegner machen Bonusschaden. Da fliegt dann eine Fee, also ihr habt nicht direkt eine Abklingzeit, sondern da fliegt eben Airy und macht Schaden an dem Gegner. Falls ihr allerdings einen verbündeten Champion einen Buff gebt, also Heal, Schild, Movement Speed, irgendwas, dann fliegt Airy zu eurem Verbündeten und gibt denen ein Zusatzschild. Allgemein ist diese Rune auch sehr stark. Falls ihr zum Beispiel auf der Toplane als Mage gegen einen Melee fightet, da ihr hier durch ziemlich starke Auto-Attacks habt, weil ihr eben einfach Auto-Attacks habt, die gleichzeitig auch auf AP sogar skalieren. Arcane Comet. Bei Arcane Comet ist das so, falls ihr den Gegner, also falls ihr eine Fähigkeit auf den Gegner einsetzt, bekommt
da, also kommt da ein Radius oder wird da ein Kreis angezeigt und da wird kurze Zeit später ein Komet landen. Der Komet hat eine Abklingzeit von 20 bis auf Level 18 dann 8 Sekunden und diese wird zusätzlich reduced, falls ihr weitere Abilities nutzt, während er auf Cooldown ist. Also sehr stark auf Champions, die eben ihre Abilities spammen, wie zum Beispiel auf Cassiopeia. Gerade weil ihr auch noch 5% Abklingzeit reduced bekommt, falls ihr Damage over Time macht. Denn zu Facewash, bei Facewash ist das so, dass ihr eben innerhalb von 3 Sekunden Abilities usen müsst, also 3 Abilities auf den Gegner usen müsst und dann bekommt ihr zum einen Movement Speed und zum anderen Slow Resistance. Und Slow Resistance ist eben ziemlich stark und ihr könnt damit auch viele Ganks avoiden. Wurde früher hauptsächlich auf Cassiopeia und Wise gespammt und war auch ziemlich effektiv. Zum Beispiel auf Wise, er setzt seine W ein, macht EQ und entkommt den Gank. Also auch eine sehr starke Rune, muss man bloß den richtigen Champion drauf finden, weil die meisten Runen auf die Champions, die sie abusen können, besser sind. Genau, dann kommen wir auch wieder zu den kleineren Runen. Und zwar gibt es hier einmal Nullifying Orb, hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden und falls euer Leben unter 30% sinkt durch Magical Damage, bekommt ihr ein Magic Shield. Ist eben sehr stark, da ihr so schwer downgeburstet werden könnt. Gerade auf ADCs, denn zusammen mit euren Overheal skaliert das auch nochmal zusammen sozusagen, sodass ihr eben ziemlich viel Damage abfangen könnt. Gerade weil Nullifying Orb auch im Late Game ziemlich viel Damage absorbieren kann. Und zwar eben 120 auf Level 18 Flat plus 0,1 AP und 0,15 Bonus AD. Also ziemlich großes Schild sogar. Und zusammen mit Hexdrinker könnt ihr kaum noch von irgendeinem Gegner, der auf AP basiert, geone-shottet werden. Wie zum Beispiel Ahri oder Zoe. Die können euch eher weniger denn was antun. Denn zu Mana Flow Band. Bei Mana Flow Band ist das so, falls ihr den Gegner, also hat eine Anklingzeit von 15 Sekunden, und falls ihr da den Gegner mittrefft, also durch Abilities, bekommt ihr 25 Mana permanent plus bis zu 250, also maximal 10 Mal könnt ihr das usen. Und ab dann ist das so, dass ihr alle 5 Sekunden 1% eures Missing Manas regenerated, also erhöhte Mana-Regeneration. Ist eben sehr stark auf Champions, die viel Mana-Probleme haben, beziehungsweise ihre Abilities permanent spammen und den auch direkt auf den Passive-Effekt bringen können. Denn zu Nimbus Cloak, bei Nimbus Cloak ist das so, falls ihr eure Ult use, bekommt ihr Bonus-Movement-Speed. 100 Bonus-Movement-Speed für 2,5 Sekunden und hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden, skaliert allerdings zusätzlich mit eurer Cooldown Reduction. Die Rune allgemein ist ziemlich stark an sich auf gewisse Champions, zum Beispiel mit Nasus, da ihr den Gegner mit eurer Ulti denn leichter chasen kommt und besser an den Gegner rankommt. Kann aber allerdings auch, falls ihr die Trade Riven spielt, also die Airy Riven spielt, mit Nimbus Cloak könnt ihr den Gegner ziemlich gut downchasen, kommt leichter an den Gegner ran und könnt eben ziemlich gut viel Damage innerhalb eurer Ulti austeilen. Dann kommen wir zur zweiten Reihe, das ist erstmal Transcendence. Und zwar ist Transcendence so, dass ihr 10% Abklingzeit erhaltet, Abklingzeitverringerung erhaltet, sobald ihr das 10. Level erreicht. Zusätzlich, falls euer Cap überschritten wird, also das Cap beträgt 40% ohne Rune, mit Rune 45%, die ist im Inspiration Tree, bekommt ihr 1,2 AD bzw. 2 AP pro überschrittenen Prozent plus. Gab auch vor einiger Zeit ein Black Lever Spam Build auf Set, sodass ihr dann pro Black Lever, also 20% Abklingzeit, die ihr überschreitet, einfach 24 Bonus AD bekommt und so euer Black Lever 74 AD gibt
und dazu auch noch 400 Leben, was overall ziemlich, ziemlich stark ist. Allerdings eben auch auf Champions gut gespielt werden kann, die immer das Cap überschreiten, wie zum Beispiel viele Mages, die CDR-Items bauen, oder auch Riven, die fast nur Items baut, die CDR geben. Dann Celerity. Bei Celerity ist das so, dass ihr Bonus-Movement-Speed bekommt, basierend auf Bonus-Movement-Speed, das ihr euch selber gebt. Also falls ihr kein Bonus-Movement-Speed euch selber geben könnt, bringt diese Rune euch nichts. Falls ihr allerdings ein Udyr oder ein Volibear seid oder Garen mit seiner Q, dann könnt ihr den Gegner ziemlich gut chasen. Also bekommt nochmal extra was drauf, sodass ihr ziemlich, ziemlich schnell sein könnt. Also allgemein wieder stark auf so eine One-Champions, sodass ihr einfach allgemein sehr schnell rennen könnt, vieles auch dodgen könnt, weil ihr ja keinen Dash habt und anderweitig dodgen müsst. Dann kommen wir zu Absolute Focus. Und da ist das so, falls ihr über 70% eures Lebens habt, bekommt ihr Bonus-AD bzw. Bonus-AP. Das ist eben ziemlich stark, besonders auf den Early Levels könnt ihr damit ziemlich gut snowballen. Müsst eben bloß darauf achten, dass ihr auch immer über 70% eures Lebens habt. Beziehungsweise so gut es geht eben. Ja, dann gibt es noch Scorch. Bei Scorch ist das so, Scorch, falls ihr eine Ability used, macht das nochmal extra Damage, so einen kleinen Burn Damage. Hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden und ist eben auch hauptsächlich wieder fürs Early Game gedacht. Also ziemlich stark im Early Game. Allerdings fällt das ziemlich stark ab im Late Game, denn 30 Bonus Magical Damage im Late Game ist nun wirklich nicht viel. Zur nächsten Rune, das wäre Waterwalking. Und zwar bekommt ihr da 25 Bonus Movement Speed im River. Und eben auch Bonus AD und AP, solange ihr euch im River aufhaltet. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ziemlich stark auf Junglern, um von der einen Lane zur anderen zu kommen. Und allgemein auch Scuttler zu verteidigen bzw. zu contesten. Oder eben auf Midlaner, die sehr viel roamen, wie zum Beispiel auch Aurelien Sol, der so ziemlich schnell durch den River kommen kann. Denn zu Gathering Storm. Bei Gathering Storm, diese Rune bringt euch gar nichts, bevor ihr die 10. Minute noch nicht überschritten habt. Und ab diesem Zeitpunkt steigt das exponentiell. Und zwar ab Minute 10 8 AP und 5 AD, ab Minute 20 24, ab Minute 30 48 und so weiter. Ist ziemlich stark im Late Game, allerdings ist die derzeitige Meta so Midgame, kann euch also was bringen, muss aber nicht. Und meistens ist das Spiel zu dem Zeitpunkt eh schon entschieden. Also falls ihr in diesen Tree wirklich rein müsst und ein Laner seid, der viele Abilities used, würde ich Scorch empfehlen. Ansonsten, falls ihr viel roamt oder Jungler seid, Waterwalking und nur zur Not Gathering Storm. Falls ihr also das nicht als Main Tree habt, würde ich immer andere Optionen empfehlen. Denn zu Resolve, das ist der Tank-Tree sozusagen, beziehungsweise das ist der Tank-Tree. Und zwar fangen wir hier an mit Grasp of the Undying. Falls ihr euch 4 Sekunden im Kampf befindet, bekommt ihr einen verstärkten Auto-Attack. Dieser verstärkte Auto-Attack macht 4% eures maximalen Schadens als Bonus Magical Damage und healt euch um 2% eures Maximum HPs. Zusätzlich bekommt ihr jedes Mal, wenn ihr das prockt, 5 Bonusleben. Die Abklingzeit sind diese 4 Sekunden, die es auch zum Aufladen braucht. Also falls ihr sehr lange in Fights bleibt, könnt ihr das schon 3-4 Mal procken. Auf Range Champions ist das natürlich wieder so ein bisschen reduced, um das ein bisschen zu balancen. Also um 40% verringert, bedeutet statt 5 Leben 3 Leben und so weiter. Ja, Aftershock. Bei Aftershock ist das so, dass diese Rune, sobald ihr den Gegner hard CC't, also stunned, rooted, suppressed, sowas halt, dann bekommt ihr Bonus Armor und Bonus Magic Resist für 2,5 Sekunden und danach
macht das Damage. Also danach explodiert, gibt das so eine kleine Explosion und macht Schaden an dem Gegner. Hat eine Abklingzeit von 35 Sekunden und ist eben im Early Game auch ziemlich stark. Früher hat das skaliert bis ins Late Game, also weil es auf Armor und so skaliert hat. Und jetzt ist das nur noch ein Wert, der auf Level scaled. Allerdings dafür umso stärker im Early Game. Denn 70 Armor und Magic Resist sind im Early Game ziemlich, ziemlich viel. Und so könnt ihr eben auch auf der Top Lane oftmals auf ja, Aftershock Riven oder so Trades ziemlich gut überstehen. Ihr tradet for free im Prinzip. Müsst bloß sehen, dass ihr nach Aftershock wieder rauskommt, da ihr danach ziemlich weak seid. Dann gibt es noch Guardian. Das spielt ihr hauptsächlich auf Supporter, denn diese Rune wird eben nur geprockt, falls ihr einen Buff einen Verbündeten gegeben habt oder euch oder ein Verbündeter in Range von 175 Einheiten steht, also sehr klein. Dann bekommt ihr beide ein Schild und Bonus Movement Speed. Ja, kann man im Prinzip nur auf Supporter spielen, weil ihr sonst keinen anderen Teammate habt, also der so nah bei euch ist. Demolish ist dazu da, ihr macht einfach Bonus Damage an Turrets, falls ihr euch innerhalb, also falls ihr 3 Sekunden euch am Tower, am gegnerischen Tower befindet und den dann noch einmal einen Auto-Attack verpasst. Ziemlich stark auf Split-Pusher, weil das eben auch ziemlich viel Damage ist, umso tankier ihr seid. Font of Life, bei Font of Life ist das so, falls ihr den Gegner CC't, slowt, irgendwas mit dem anstellt, bekommt er ein Mark. Dieses Mark bringt, falls eure Verbündeten den Champion mit diesem Mark angreifen, bekommen sie eben Leben. Also mehr so regenerationsmäßig, so Doran-Schild-mäßig. Eben sehr stark in, ja, wieder auf der Botlane, falls euer Supporter den Gegner eben viel CC't und der ADC dann einfach Bonus-Magic, ja, Bonus-HP-Regeneration erhält. Stark auch auf Support-Jungler, wie zum Beispiel Nunu. Dann gibt es noch Shield Bash. Bei Shield Bash ist das so, dass ihr Bonus-Magic-Damage macht, nachdem ihr ein neues Schild erhalten habt. Also basierend sogar auf eurem Schild. Und ihr bekommt noch ein wenig Bonus-Armor und Bonus-Magic-Resist, falls ihr ein Schild habt. Diese Rune ist auf einigen Champions ziemlich stark, wie zum Beispiel auf Mordekaiser, da dieser eben ein sehr starkes Schild erhalten kann. Aber auch auf Top Lane Udyr könnte man das spielen, falls man den Top Lane Udyr spielt, da er auch ein Schild immer mal wieder erhält und ihr so Bonus Damage bekommt. Dann kommen wir zum Conditioning. Bei Conditioning ist das wieder so, dass diese Rune euch bis Minute 10 nichts bringt. Allerdings bekommt ihr danach 8 Bonus Armor, 8 Bonus Magic Resist und 5% Bonus Armor und Magic Resist. Das ist eben ziemlich stark auf Tanks und solltet ihr im Jungle spielen, denn die anderen beiden Runen in dieser Reihe bringen euch nichts als Jungle. Und zwar habt ihr hier einmal Second Wind. Falls ihr, also ist Dorans Schildeffekt, falls ihr attacked wurde vom Gegner, bekommt ihr für die nächsten 10 Sekunden erhöhte Lebensregeneration. 6 Leben flat plus 4% des Missing Health. Und das Gute daran ist eben auch, falls ihr gegen Brand oder gegen Teemo, gegen Twitch sowas spielt, wird das die ganze Zeit resettet, jedes Mal, wo das porkt. Also auch ziemlich stark gegen solche Matchups. Dann kommen wir zu Bone Plating. Bei Bone Plating ist das so, dass es eine ziemlich starke Rune im Early Game. Und zwar, falls ihr von dem Gegner attacked wurdet, prockt ihr 3 kleine Schilde. Und wenn der Gegner euch angreift, wird der Damage um auf Level 1 25 Schaden reduziert. Und 25 Schaden ist eben sehr, sehr, sehr viel. Gerade auf Level 1, also könnt ihr ziemlich gut traden. Hält zwar nur 1,5 Sekunden, allerdings haltet ihr
Intense Trades, also Short Intense Trades auf den Early Levels, ziemlich gut stand und der Gegner kann euch kaum downbursten oder anderweitig fighten, falls er selber kein Bone Plating hat. Genau. Denn Overgrowth, bei Overgrowth ist das so, dass falls ihr Monster killt oder Minions, bekommt ihr, beziehungsweise in der Nähe sterben, bekommt ihr Leben plus. 3 Leben alle 8 Einheiten und ab 120 Einheiten bekommt ihr nochmal 2,5% Maximum HP Bonus. Das steht da zwar nicht mit dem Prozent, aber das sind 2,5%. Da ist irgendwas in der deutschen Beschreibung gerade falsch. Okay, also allgemein solltet ihr das eher auf Laner nehmen, denn die Jungler brauchen eben genauso viele Monster, also 120 Vasallen entweder oder 120 große Monster. Und das läuft nicht so gut. Also da braucht ihr deutlich mehr. Dann, genau, dann Revitalize. Bei Revitalize ist das so, dass eure Schilde und eure Heals, die ihr wirkt und die ihr erhaltet, verstärkt werden um 5% und falls ihr unter 40% fallt, um 10% erhöht. Also allgemein sehr, sehr stark, kombiniert eben auch mit anderen Runen, wie zum Beispiel Ravinious Hunter oder Fleet Footwork oder Bloodthirst, Legend Bloodthirst, skaliert alles da drauf. Und sehr stark wert ist, wenn eine zum Beispiel Soraka Revitalize spielt und euer ADC dies auch macht, denn dann wird das zweimal erhöht. Also geht durch beide Scalings von Revitalize durch. Sehr, sehr stark. Und falls ihr dann noch Spirit Gar, ihr Spirit Visage oder ähnliches habt, also nochmal eure eingehende Heilung verstärkt wird und dann Darius oder ähnliches spielt oder Illaoi zum Beispiel, dann ist der Heal sehr, sehr, sehr stark. Genau. Dann nochmal zu Unflinching. Bei Unflinching bekommt ihr wieder Tenacity und Slow Resistance. Und zwar basiert das auf eure Summoner Spells. Falls ihr gerade einen Summoner Spell benutzt habt, bekommt ihr hier 15% Tenacity und Slow Resistance. Und falls ihr einen Summoner auf Cooldown habt, einen Summoner Spell, bekommt ihr nochmal 10% extra. Und das kann sogar eben gleichzeitig beides wirken, falls ihr eben gerade geflasht habt, denn ist Flash auch auf Cooldown. Und ihr bekommt sowohl eure Zähigkeit, die ihr durch das Usen gerade benutzt, ihr bekommt. Und zusätzlich eben auch die, weil Flash auf Cooldown ist. Auch sehr stark eben wieder auf Champions, die hauptsächlich rennen, da sie hier hauptsächlich, also so gut wie gar nicht, geslowt werden können. Dann kommen wir zu den letzten Tree. Da ist das so, dieser Tree erfindet seine eigenen Regeln mehr oder weniger. Und da gehen wir auch noch einmal schnell durch. Und zwar gibt es Glacial. Bei Glacial ist das so, falls ihr den Gegner mit Auto-Attacks angreift, bei Range ist das wieder mehr als beim, bei Emilis ist das wieder mehr als bei Range, werden die Gegner geslowt. Zusätzlich werden die noch geslowt, falls die ein Item abbekommen, wie zum Beispiel GLP oder allgemein auch Twin Shadows, wird ein Eisstrahl hinter denen gespawnt, also eine Eislinie, und wenn sie da drinnen stehen, werden sie die ganze Zeit geslowt. Dann zu Klepto. Bei Kleptomancy ist das so, falls ihr eine Ability used und den Gegner dann attackt, bekommt ihr 5 Gold pro Attack. Also habt 2 empowered sozusagen wieder, also für 2 Out-Attacks einen Buff. Und falls ihr einen gegnerischen Champion damit attackt, bekommt ihr 5 Gold. Oder Wards, halbe Elixiere, Pots oder eben auch Silly Sack of Gold, der euch ziemlich viel Gold geben kann. Hauptsächlich, also es wurde eine Zeit lang auf Ezreal gespielt, allerdings wurde diese Rune gechanged. Damals war es nur ein Auto-Attack, dafür mehr Gold, 15 Gold bin ich der Meinung. Und jetzt 2 Auto-Attacks und 5 Gold. Also man kann es auf Lucian ausprobieren, allerdings gibt es da auch stärkere Varianten. Und ja, allgemein ist diese Rune für die meisten Champions eher unprofitabel geworden. Dann gibt es noch Spellbook.
Unsealed Spellbook. Und zwar ist das da so, dass ihr einen Summoner-Spell austauschen könnt, nach 6 Minuten das erste Mal. Und dann könnt ihr zum Beispiel statt Smite TP nehmen oder statt TP Ignite, sowas halt. Also falls ihr zum Beispiel Riven seid und im Early Game Snowballen wollt, aber trotzdem TPen wollt, dann könnt ihr Ignite nehmen und Unsealed Spellbook, damit ihr später zu TP wechseln könnt. Nachdem ihr den Summoner Spell genutzt habt, wird das wieder zu eurem ausgerüsteten Spell zurückgetauscht. Ja, ihr könnt nur alle drei Summoner Spells wieder zum alten wechseln. Bedeutet, ihr switcht zu Ignite, dann zu Heal, dann zu TP und dann könnt ihr wieder erst zu Ignite switchen. Je nachdem, was ihr eben wollt. Nur alle drei Summoner Spells. Und zusätzlich wird diese 6 Minuten Abklingzeit jedes Mal um 20 Sekunden verringert, wenn ihr einen neuen Summoner Spell eintauscht. Bedeutet also minimal 4 Minuten. Kann ziemlich stark sein, aber also war früher stärker, ist momentan nicht mehr so in. Dann gibt es noch Hextrap. Und da ist das so, falls ihr euren Flash auf Cooldown habt, bekommt ihr stattdessen einen Hexflash. Hexflash macht, dass ihr eigentlich einen Flash habt, der bloß kanalisieren muss. Kann auch über Wände und ja, eben auch sehr stark auf Supporter für den Überraschungsmoment, wenn die in den Büschen setzen und da auf einmal rausgeflasht kommt. Zum Beispiel ein Alistar, der hinter den gegnerischen ADC flasht, um den ADC dann in euren Tower zu wehen oder in euer Team zu wehen. Genau. Denn einmal zu Magical Shoes. Da ist es so, dass ihr nach 10 Minuten leicht magische Stiefel, werden die genannt, bekommt. Umsonst. Also Schuhe bekommt ihr umsonst, allerdings könnt ihr bis zu dieser Minute im Spiel keine Schuhe selber kaufen. Bedeutet, falls ihr auf eure Schuhe angewiesen seid, dürft ihr diese Rune auf gar keinen Fall nehmen. Allerdings bekommt ihr eben die Schuhe umsonst und eure Schuhe haben auch noch 10 Bonus Movement Speed, was eben auch sehr stark ist. Dann gibt es noch Perfect Timing und zwar bekommt ihr da eine Stopwatch, die eben erst nach 10 Minuten aktiviert werden kann. Das Starke daran ist, dass ihr eben ein wenig Gold weniger bezahlen müsst für Sonjas, Guardian und Gargoyles. Allerdings nicht den kompletten Stopwatch-Preis, also nicht 600 Gold weniger, sondern nur ein Teil. Ich bin der Meinung, dass es 150 Gold sind. Was aber stark ist, ist, dass euer Cooldown von Sonjas eben, Guardian und Gargoyles um 15% verringert wird. Dann kommen wir zur nächsten Reihe. Da gibt es einmal Future Market. Future Market gibt euch einfach sozusagen so einen Kredit, den ihr euch nehmen könnt und so mehr Gold habt, ohne es wirklich zu haben. Vasallen Dematerializer, Minion Dematerializer. Der wurde jetzt auch genervt. Ihr habt nämlich nur noch 3 statt 6. Und ja, ihr könnt einen direkt exekuten, einen Vasallen. Und bekommt dann 6% permanent mehr Damage auf ihn. Und für jeden weiteren 3%. Kann eben sehr stark sein. Besonders zum Wave Clear, falls ihr das auf die Minions used. Aber auch im Early Game allgemein zum Pushen, indem ihr einfach die Siege Minions damit belegt. Also ihr bekommt eben dieses Item. Nicht direkt am Anfang, sondern etwas später. Allerdings ist das trotzdem sehr, sehr stark. Dann gibt es noch Cookie Delivery. Und ihr bekommt alle 3 Minuten bis zu 4 Mal, also insgesamt 4 Mal, bis Minute 12, einen Keks. Der stellt euch ziemlich viel eures Missing Health und Manas wieder, und zwar 15%, was eben sehr stark ist. Und falls ihr den esst oder verkauft, bekommt ihr 40 Mana permanent extra. Falls ihr kein Mana verwendet, bekommt ihr 20% eures Missing Health regeneriert, dafür kein Mana, weil ihr kein Mana habt. Cosmic Insight, das ist die Rune, von der ich auch vorhin gesprochen habe.
Ihr habt allgemein 5% weniger Cooldown. Euer Cap wird überschrieben von 40% Cooldown auf 45% Cooldown. Und ja, 5% habt ihr schon am Anfang frei. Dann noch 5% auf eure Summoner-Spells, denn Abklingzeitverringerung wird allgemein nicht auf eure Summoner-Spells berechnet, sondern nur auf eure Abilities. Und zusätzlich noch 5% weniger Cooldown auf Items. Genau. Dann haben wir diese Rune noch. Bei der ist es so, falls ihr den Gegner slowt oder verbündete Champions geslowt sind, beziehungsweise gestunt sind, gerootet, alles mögliche, bekommt ihr 15% Bonus Movement Speed. Ziemlich stark, um Gegner hinterher zu chasen. Wie zum Beispiel könnte man das auf Olaf spielen, der eben mit seiner Q den Gegner slowt und dann mehr Movement Speed hat. Allerdings ist Cosmic Insight hier stärker. Und ja, Time Warp Tonic, die wurde vor einiger Zeit genervt, ist jetzt nicht mehr so gut. Ist so ein kleiner Heal. Falls ihr nämlich ein Item einsetzt, also ein Cookie oder ein Pot einsetzt, bekommt ihr direkt 50% Leben plus, also nicht als Regeneration, sondern direkt. Und 50%, die restlichen 50% werden einfach über diese Zeit verwertet. Also ihr bekommt kein Bonus-Heal oder so, also Bonus-Regeneration, sondern einfach nur, dass ihr schnell was wiederbekommt. Zum Beispiel, falls ihr downgebürstet werden solltet, bekommt ihr direkt einen gewissen Anteil plus. Außerdem bekommt ihr passiv 5% Bonus-Movement-Speed. Also solange ihr einen Pot anhabt oder eben Cookies. Allerdings wirkt das nicht mehr auf Elixier und ist deswegen ziemlich schwach geworden. Das war's auch schon mit meinem Rune Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar da. Es würde mich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal.